Hallo Leute, Tag 3 in der Use What You Get Challenge zusammen mit dem Item Randomizer in Dark Souls Remastered. Wir sind kurz davor, die Undead Burg, die Untotenfestung, zu durchqueren. Ein Boss fehlt noch. Zur Zusammenfassung, was wir derzeit an wild durcheinander gewürftem Equipment haben. Wir haben die Mausoleumswächterpeitsche, den Wächterschweif, tragen den Drachenschild, den wir zuletzt gefunden haben, sehr praktisch. Sehr schwere Schwarzeisen-Rüstungsteile, die Balderrüstung eben, Gauss-Stulpen, also das ist leider das Problem, dass ich halt im Grunde gerade mit einer, ja, Midroll durch die Gegend laufe. Meine aktuellen Stats sind entsprechend getrimmt, nämlich sehr viel auf Kondition, um überhaupt alles irgendwie tragen zu können, halbwegs, und natürlich Stärke und Beweglichkeit. Ja, jetzt geht's dann mal los in Richtung der Turmgargoyles. Davor werde ich allerdings erst einmal dieses Leuchtfeuer hier auf 10 Estus-Flakons bringen. Das ist so ein zentrales Leuchtfeuer, da ist es echt immer sehr intelligent, das zu tun. Zumal ich gerade eh eine Menschlichkeit mit mir rumschleppe, kann ich nur noch eine konsumieren. Und dann kann's schon hier mit der Aushöhlung losgehen und dann das Entfachen. Machen wir uns menschlich. Nehmen im Zweifel Solaire mit zum Kampf gegen die Turmgargoyles. Ah, entfachen. So. Weil mit 10 Estus-Flakons fühle ich mich da durchaus ein bisschen sicherer. Gerade der Weg dahin ist eigentlich noch gefährlicher als der Boss selbst. Wenn man an die gefühlt 2 Millionen Untoten denkt, die da von dem Channeler da beschworen werden und dann den Flur entlang gestürmt kommen und einfach gnadenlos böse sind. Zumal ich keine Brandbomben oder schwarze Brandbomben habe, die mit den Viechern echt schnell aufräumen würden, muss ich jetzt hier klassisch mit meiner Giftpeitsche draufdreschen. Und da haben wir das letzte Mal schon gemerkt, die haut so schnell gegen die Wand, viel schlimmer als jede andere Waffe. Und es gibt keine Backsteps mit dieser blöden Peitsche. Und Schaden, der Schaden ist jetzt auch nicht so überragend. Und deswegen wird jetzt schon allein der Weg zu den Turmgargoyles eine ganz schöne Herausforderung. Aber hey, wir können Gegner vergiften. Das ist so schön. Ey, nein, 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 nein. Er hat sich gerade noch so heilen können. Noch ein Lendentuch, das tragen wir ja gerade. Es ist schön. Oh, also das ist gut zu wissen, dass wenn wir im Zweifel halt einfach mal irgendwie auf Dauer mit einer schweren Hose, also in Gamaschen rumlaufen, dass wir immer mal wieder hierher zurückkehren können, um die Untoten hier zu farmen, weil die halt einfach standardmäßig das Lendentuch fallen lassen, was mal gefühlt gar nichts wiegt. Okay, jetzt kommt erstmal noch ein Boulder Knight, der Profi im Parieren ist. Aber da haben wir auch schon gemerkt, die Burschen lassen sich auch sehr schön, sehr leicht vergiften. Aber es geht mir ein bisschen ab, dass ich Gegner nicht backstabben kann. Ich mache das unglaublich gerne. Das ist halt einfach immer ein ziemlich billiger Crit-Schaden, den man da verursachen kann. Und da ich das mit der Peitsche einfach offenkundig nicht darf, bin ich dezent enttäuscht. Bei ihm muss man aufpassen, wenn er eine bestimmte Haltung annimmt. Jetzt nicht so, da geht er einfach nur in Deckung. Aber wenn er das Schwert so ein bisschen halb über den Kopf hält, dann auf keinen Fall draufschlagen, so wie jetzt genau. Weil dann pariert er jeden nächsten Angriff. Und zwar zu 100%. Also bloß nicht jetzt angreifen, sondern warten, bis er wieder... Genau. Oh. Oh, das war knapp. Er war gerade in seiner Animation in diesen Parierstatus zu wechseln. Oh, das dauert ja. Und das ist so ein Bursche, offenkundig. Ich brauche wahrscheinlich immer ein bisschen zu lang, um ihn zu vergiften. Oder er hat eine spezielle Giftresistenz. Auch möglich. Au, au. Und er teilt Schaden aus. Au, au, au. Ah, jetzt haben wir ihn doch vergiftet. Also, dann stirb an Gift. Danke. Okay, wenn das jedes Mal so ein Kampf wird gegen den, dann hoffe ich, dass wir jetzt einen First Try hinlegen bei den Turmgargoyles. Ich habe Glück, der Channeler bufft nicht, er schießt gleich los. Das ist äußerst nützlich.
Jetzt fängt er an zu buffen. Aber die meisten sind schon außerhalb seiner Reichweite. Oh, nee, doch nicht. Jetzt sind sie alle absolut tödliche Burschen. Und die Peitsche. Wirklich, die schlägt ja schlimmer an die Wand als jedes Ultra-Großschwert. Aber sie kommen nicht durch den Flur durch, weil sie sich gegenseitig versperren. Das hilft mir gerade enorm. Uhuhu. Wow. So, jetzt ein Haufen Lendentücher, oder? Nein, ein Haufen grüne Blüten. Ein Item, das ich nie verwendet habe, tatsächlich. Also temporär die Ausdauerregeneration zu verbessern, ehrlich gesagt, kam bei mir noch nie wirklich bewusst zum Einsatz. Ich kann noch nicht mal sagen, warum. Ich habe halt immer relativ häufig das Graswappenschild verwendet, was die Ausdauerregeneration verbessert. Und warum bist du jetzt da unten? Nee, also wenn du die Boulder Knights buffst, darauf kann ich jetzt überhaupt nicht... Nee. Gut, schauen wir weiter. Hier ist ein Seelencontainer normalerweise. Ebenfalls jetzt auch. Ich glaube sogar derselbe. Zufälligerweise. Und ein weiterer Parier Boulder Knight da oben. Den anlocken, zurücklocken. Hier ist mehr Platz. Ich hoffe, der Channeler macht jetzt nicht irgendwie, kommt auf dumme Gedanken und läuft jetzt die Treppe zu mir hoch zurück. Fände ich jetzt nur so mittelwitzig. Wenn der uns jetzt hier in diesem wahrscheinlich wieder ewig langen Kampf unterbricht. Zumal ich ständig gegen die Säulen haue mit dieser blöden Peitsche. Jetzt wisst ihr wirklich, warum ich diese Waffe nicht mag. Ist damit echt sehr unflexibel. Oh, wow. Autsch. Ja. Zwei dumme, ein Gedanke. Wahrscheinlich kann er meinen Peitschenhieb gar nicht parieren. Und ich hatte vorher nicht Glück, sondern es ist einfach so. Das wäre auch interessant zu wissen. Was lässt du denn fallen? Große Scherben. Gerne. Da ist er. Ich habe es gerade gesagt, dass er hochkommt, um mich zu nerven. Er kam keine Sekunde zu früh, ehrlich gesagt. Wo rennt er denn jetzt hin? In seltenen Fällen, in wirklich sehr seltenen Fällen, lässt er ja seinen Dreizack fallen in der Vanilla-Version. Deswegen greife ich ihn jetzt mal an, in der Hoffnung, dass wir irgendwie vielleicht auch einen Drop bekommen, der gar nicht so schlecht ist. Aber nein. Ich habe ihn trotzdem deswegen umgehauen, weil das einer der Gegner ist, die tot bleiben, wenn man am Leuchtfeuer rastet. Zumindest der hier. Es gibt Kollegen von ihm im großen Archiv. Die respawnen tatsächlich bei jedem Reset der Spielwelt. Hm. Aber der hier, der bleibt tot. Da hinten liegt eine Menschlichkeit in dem Fass. Eine Pyromantie. Wunderbar, können wir nicht brauchen. Ja, Lautrec können wir noch nicht befreien, weil wir den Geheimschlüssel noch nicht haben. Das ist schade. Oh, mit dem Generalschlüssel kann man ihn ja auch befreien. Das ist sehr praktisch. Na gut. Dann wird er jetzt den Feuerbandschrein zurückkehren. Er wird sich übrigens tatsächlich selber befreien aus der Zelle, wenn man jetzt hier den Schlüssel nicht benutzt. Sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt kommt er halt selber aus der Zelle raus, wie auch immer, und kommt so oder so in den Feuerbandschrein, um sich dann direkt gegenüber der Feuerhüterin niederzulassen. Er ist kein Händler, aber er gibt mir ein Item als Belohnung, wenn wir ihn dann ansprechen im Feuerbandschrein. Deswegen habe ich ihn jetzt auch mal rausgeholt. Wer weiß, was das sein könnte. Und jetzt eben der Bosskampf. Ja, man kann übrigens Lautrec auch beschwören gegen die Turmgargoyle. Sein Zeichen ist dann hier. Dafür muss man allerdings erst nochmal die Spielwelt resetten, ihn am Feuerbandschrein ansprechen, im Zweifel nochmal resetten und dann taucht das Rufzeichen da unten auf. Aber Solaire ist ausreichend genug.
Den nehme ich auf jeden Fall mit, weil meine Peitsche einfach überhaupt kein gescheites Werkzeug ist. Und er mit seinen Blitzzaubern, der räumt halt echt auf unter den Gargoyles. Speaking of Blitz, das mache ich auch. Ist echt schön, dass man Gift und Blitz kombinieren kann. Ich glaube, es funktioniert. Also, man kann jetzt nicht Feuer und Blitz kombinieren, aber zum, also ich glaube, es ist mit Frost und Gift. Das sind so die sekundären Schadensmodi. Und da kann man dann eben sowas wie Magie, Feuer, Blitz parallel temporär draufcasten. So, Schwanz abschlagen wäre nicht schlecht, weil das gibt ja auch eine Waffe. Eine Menschlichkeit stattdessen. Okay, naja gut. Nummer 1 ist platt. Die sind übrigens auch sehr blitzanfällig, wie gesagt. Also falls ihr noch Goldharz übrig habt, unbedingt benutzen. Wird aber auch nicht erklärt, warum der zweite Gargoyle weniger Lebenspunkte hat, ne? Oder halt schon verletzt in den Kampf einsteigt. Naja, wir nehmen es, wie es kommt. Doppelmenschlichkeit, Sonnenlichtmedaille von Solaire und 10.000 Seelen obendruf. Ich bin ja froh, dass die Seelenbelohnungen nicht auch randomized sind. Sondern irgendwie, wobei, das wäre auch lustig. Okay, das erste große Story-Event aktivieren, die erste Glocke läuten und damit eben auch Orbeck da unten aktivieren, der dann plötzlich dasteht. Ich bin das erste Mal sowas von erschrocken, als ich wieder runtergeklettert bin und der da plötzlich dastand in dieser merkwürdigen Geste. Die so ein bisschen an die T-Pose erinnert von Animateuren quasi, die Spielfiguren designen und dann in eine T-Pose positionieren, quasi so eine T-Position mit ausgestreckten Armen. So fast ein bisschen Galileo-mäßig. Da Vinci-mäßig. Ich sag Galileo, Galilei. Nein, Da Vinci hat das doch gemalt. Und beinahe auf ihn drauf gedrescht. Ja, wenn er auch so dasteht und dann mit den schwarzen Klamotten. Also wirklich schon. Aber er ist ein Händler und wir wissen ja, bislang waren Händler immer ein cooler Pool für äußerst interessante Sachen. Dank Item Randomizer. Schauen wir mal, was er hat. Auf jeden Fall, seine Geste möchte ich haben. Na, sieh mal an. Und Gegenstände kaufen. So, also. Ein Krieger-Seelencontainer für 200. Nehmen wir mit. Eine große Seele stolzer Krieger für 50. Nehmen wir mit. Ein Ritter-Seelencontainer 500 unbedingt. Das Buch der Schuldigen hat er so oder so. Jaito, Uchikatana. Also er hat hier die Geschicklichkeitswaffen alle parat. Gemäldehüter. Oh, roter Tränensteinring. Interessant. Das ist so der Speedrunning-Ring vor dem Herrn. Alles klar. Mehr Seelen, immer gut. Die nehmen wir mit. Alles klar. Da wir echt günstig immer Homeward Bones kaufen können, benutze ich die jetzt einfach mal, um euch den Laufweg zu ersparen. Gehen wir gleich zurück zu André und von dort aus müssen wir eh weiter, denn der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich in den Finsterwurzgarten. Weil man da auf engstem Raum tatsächlich viele Items findet und ich hoffe, dass ich jetzt möglichst schnell meine blöde Peitsche loswerde. Aber erstmal natürlich ein paar Level-Ups. Und diesmal jetzt tatsächlich nicht auf Ausdauer. Ich leide mich jetzt ein kleines bisschen durch. Ich brauche ein bisschen einen Schadensboost, weil eigentlich müssten wir jetzt hier schon längst eine Waffe auf plus 1 oder plus 2 gebracht haben mit kleinen Titanitscherben. Das kann ich nicht tun. Muss immer mit dem Standard-Grundschaden einer jeden Waffe auskommen. Und langsam aber sicher wird das dann ein bisschen knifflig. Das ist nämlich, das hatte ich schon in der Auftaktfolge gesagt, das große Ding in dieser Get What You Use What You Get Challenge, dass ich kann ja eigentlich nicht irgendwie Titanitscherben in Waffen investieren, weil es kann ja sein, dass ich sie in den nächsten 5 Minuten eh austauschen und wegschmeißen muss. Also warum aufleveln? Und ab dem Midgame wird es dann echt knackig. Mit Standardwaffen eben gegen Mid- oder Endgame-Bosse anzutreten. Ugh.
So, Stärke, jetzt ziehen wir es doch nach. Machen wir es auf 30 und dann reicht es erstmal. Ne, 29. Ich gebe auf Stärke. Ich muss austeilen. Ich wage zu bezweifeln, dass man den Titanit-Dämon da unten vergiften kann. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass ich mit meiner Peitsche da irgendwie einen Blumentopf gewinne, wenn ich jetzt gegen den antrete. Das müssen wir vertagen. Ich kann es ja mal probieren, wenn wir schon mal hier sind. 13 Schaden, 26, oh je. Ne. Das wäre ein sehr, sehr langwieriger Kampf. Oh, schaut mal, der nimmt ja echt quasi 0 Schaden. Ich hau jetzt noch ein paar Mal drauf in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht vergiften kann. Aber es wäre sehr unwahrscheinlich. Also, es gibt überhaupt... aua. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass das Vieh sich vergiften lässt. Ja, ist okay. Ne, den müssen wir tatsächlich durch Ring gerettet. Den müssen wir dann irgendwie später mal angehen. Mit irgendwie mehr Levels. Und vor allen Dingen mit einer Waffe, die da ein bisschen mehr aufräumt. Die Peitsche, die ist halt einfach... Da muss man eben darauf hoffen, dass man Gegner vergiften kann mit sehr vielen schnellen Schlägen. Er ist es nicht, der ist offenkundig immun. Deswegen schnell an ihm vorbei und ab in den Garten. Der schießt immer noch, obwohl er mich schon gar nicht mehr... Uiuiui. Bäume. Ja, die lassen ja Anti-Gift-Moosklumpen fallen. Deswegen würde es mich auch hier wundern, wenn die irgendwie giftanfällig wären. Und ihr seht schon, bei den Bäumen merkt man es ganz deutlich, dass ich echt einfach schon eine stärkere Waffe bräuchte, im Idealfall. Weil ich jetzt schon ein paar Mal draufgedrescht habe und die immer noch nicht... In der Regel haut man hier 3-4 Mal mit dem Schwert drauf, dann ist Schluss. Oh, das wird ja mühsam hier. Da können wir uns, glaube ich, dazu entschließen, möglichst Gegner links liegen zu lassen. Die, wo sich es vermeiden lässt, wenigstens. Weil das wird ja sonst ganz schöne Durststrecke hier im Garten. Aber immerhin, Ausdauer ist echt eine gute Sache hier mit 30. Ich kann ganz schön lang drauf dreschen. Boah, das dauert. Wie gesagt, das sind normalerweise rote und lila Moosklumpen fallen. Bislang gar nichts. Also mal schauen, was deren Random Drop ist mit der Mod. Oh je, jetzt sind sie zu zweit. Mal sehen, ob ich an ihnen vorbei zum Leuchtfeuer komme. Wenn ich schnell genug bin, könnte es hinhauen. Aber die sind auch nicht gerade ganz langsam. Deswegen hoffe ich, ich kann jetzt genug Abstand zwischen mich und sie bringen. Nein, natürlich nicht. Ui, ui, ui. Ach Gottchen, guckt euch das an. Wenn ich sie beide... Ich meine, sie lassen sich leicht staggern. Das ist ja das Gute dabei. Und vergiften tatsächlich. Schaut mal. Es braucht eine Weile, aber es hat funktioniert. Und ihr könnt sicher keine Estus-Flakons zu euch nehmen. Bäume, die vergiften. Echt interessant. So, da vorne ein Seelencontainer, glaube ich, normalerweise. Chesters Hose. Oh, jetzt muss ich eine schwere Hose anziehen. Nicht wesentlich schwerer, Gott sei Dank, aber schwer genug, um mir wieder eine Fed Roll zu verpassen. Dankeschön für nichts. Ja, André hatte das Artoria-Siegel nicht im Portfolio. Das heißt, wir müssen dann quasi nach der Hydra einen Umweg in den Finsterwurzgarten machen, um uns irgendwann mal mit Sif anzulegen.
Was allerdings tatsächlich auch eher mein Standardweg ist. Ich bin immer ein bisschen zu geizig, um die 20.000 Seelen hier auszugeben. Obwohl man direkt dahinter natürlich die Geister farmen kann, die auch immer 2.000 bis 4.000 Seelen bringen. Aber, naja. Oh Gott, hier. Das sind 1, 2, 3 von den Viechern, ne? Nur nicht einsammeln, weil sonst werden sie gleich aktiviert. Die kann man nämlich einzeln, ups, aus ihren Verstecken locken. Ja. Stunden später. Oh, das war... Wer hatte größere Reichweite als ich? Ja, aber jeder Schlag lässt sie sofort staggern. Das ist echt gut. Ja, aber selbst mit 30 Ausdauer... Ausdauer geht auch mir mal die Puste aus. Ja, Peitsche gegen Peitsche, ne? Und der dritte. Eine dieser fiesen From-Software-Hinterhalte, wenn man die Umgebung nicht genau genug beobachtet und hier reinläuft und das Item einfach völlig unvorsichtig einsammelt, springen alle drei Bäume aus dem Boden und ja, das ist dann doch schon eine Herausforderung. Gut, ein Seelencontainer hier normalerweise und wir bekommen stattdessen die Reparaturkiste und einen Heimkehrknochen. Ja, ein ganz ordentlicher Fund. So, und von hier ab wird Gegnergegröße echt nur noch im Notfall bekämpft. Oder wenn es nicht anders geht, wie dieser Baum hier. Weil mit dieser Peitsche, da kommst du ja keine 5 Meter weit hier. Schön ist, dass der Ring der Opferung auch... Oh, den Baum habe ich auch vergiftet, ist ja schön. Dass der Ring der Opferung nicht nur meine Seelen, sondern auch meine Menschlichkeit bewahrt hat vor dem Tod. Was mir dann quasi echt hilft beim Mondlichtschmetterling, weil ich da nämlich gerne Beatrix, die Hexe, beschwören möchte. Die halt einfach mit Zaubern das Vieh so schnell vom Himmel holt. Da komme ich mit meiner Wächterpeitsche echt nicht ran. Das heißt, auch das ein Grund, warum ich möglichst lebend jetzt hier alle Items einsammeln und zum Boss vorrenne. Oh je. Doppelsch. Voila. Mal sehen, was die Frösche gegen meine Peitsche auszusetzen haben. Die lassen ja normalerweise immer grüne Blüten fallen und zwar gar nicht so unwahrscheinlich. Also wer die Dinger verwendet, wie gesagt, ich tue es nicht, der kann hier ganz, ganz gut farmen. Weil die Wahrscheinlichkeit unfassbar hoch ist, dass die grünen Blüten fallen. Nichts. Und auch sämtliche Bäume bisher nichts. Also hat das jetzt mit meinem Pech zu tun oder mit dem Item Randomizer, dass jetzt aktuell diese Gegner einfach mal gar nichts fallen lassen. Und an dir komme ich doch jetzt hoffentlich vorbei. Jawohl. Okay, den Frosch-Hinterhalt hier an der Klippe, den lasse ich über mich ergehen. Das sind ja auch keine harten Gegner und die sind ja auch relativ schnell platt. Ich darf nur nicht ständig gegen die Bäume hauen. Was eine ganz schöne Gefahr ist mit dieser blöden Peitsche. Komm, fall runter. Jawohl. Und wenn man beide treffen kann, das ist zumindest der Vorteil dieser Peitsche, weil sie eine echte Reichweite hat, die mir sehr gefällt. Ja, ich weiß, hinter mir ist noch einer. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Risiko. So. Ein erstes Flakon zur Erfrischung. Ins Loch mit dir.
Auch hier liegt ein Seelencontainer. Stattdessen grauer Brocken und ein Wunderauszug aus der großen Heilung. Nicht schlecht. Gut, also hier an dem Steinritter, den lassen wir liegen. Auch an seinem Kollegen, der hier in dem Tunnel auf uns wartet. Und rennen einfach nur dran vorbei. Schnell zum Wolfring. Klar, dass der hier liegt. Wer sich ein bisschen mit der Lore von Artorias und Sif auskennt, der nickt wissend, dass ausgerechnet im Finsterwurzgarten eben dieser Ring liegt. Schäbige Stoffkapuze. Nice. Oh oh. Nein, nicht ihr zwei schon wieder. Die schäbige Stoffkapuze ziehe ich an, so wie ich hier Ruhe habe vor den beiden. Ihr müsstet euch mal hinter... Oh, nein, ich müsste euch runterschubsen. Das geht auch. Ja, ich kann mich auch umarmen lassen, schön knutschen lassen. Wenigstens ist sein Kollege gerade runtergefallen. Damit kann ich leben. So, komm her. So, Schluss mit lustig. Ich raste jetzt nicht am Leuchtfeuer, sonst muss ich die drei Bäume hier... Ich komme nämlich nicht ungesehen hier an dieser Mulde vorbei, wo da der Seelencontainer gelegen hat, hier an den. Und müsste dann alle drei gleichzeitig bekämpfen und das ist, glaube ich, keine gute Idee gerade. Stattdessen jetzt erstmal hier Left Wall Strats, um die Partisane hier in einer Lücke einzusammeln. Hat er mich sogar tatsächlich durchbrochen. Weiter in den Wald traue ich mich nicht rein, weil da rechts ist eine ganze Gegnermenge, die da auf uns wartet. Drei von diesen Steinrittern, glaube ich, und jede Menge in im Boden versteckte Bäume. Da liegt zwar die Elite-Rüstung, ein richtig geiles Rüstungsset für Einsteiger, die ein bisschen schwer ist, aber trotzdem echt gute Dienste leistet. Sehr lange im Spiel sogar. Aber die werde ich erst einsammeln, oder das, was da jetzt halt liegt, nachdem ich den Mondlichtschmetterling platt gemacht habe. Weil wenn ich die jetzt alle aktiviere, dann wird es schwer für mich, Beatrix zu beschwören. Zwei Menschlichkeiten. Nice. Weil das Problem, ich muss nämlich an einem von diesen Steinrittern vorbei, der auf jeden Fall aufwacht. Und wenn der sich dann mit Beatrix anlegt, ist das nicht so cool. Und um den kann ich vielleicht rum mich schleichen. Ja. Nein, er steht auf. Also dann Beeilung. Beatrix beschwören und schnell nach oben. Und hoffentlich kommt sie hinterher. Eigentlich sollte man den Wald aufräumen, weil KI-Beschworene oder beschworene KI-Kollegen, die laufen gern mal Gefahr, einfach alles platt machen zu wollen, was gerade in ihrer Umgebung so los ist. So wie dieser Steinritter, der mich das komplette Treppenhaus nach oben verfolgt. Oh je. Also gut. Dann hoffe ich, dass Beatrix jetzt möglichst bald hier mir Gesellschaft leistet im Kampf gegen den Moonlight Butterfly. Ich bin absolut nicht gut geschützt gegen das Vieh. Vor allem mit Midrolls. Kommt Beatrix noch irgendwann mal vorbei? Ich würde es begrüßen. Da, sie kämpft. Außerhalb der Arena. Lass dir Zeit. Alles gut. Hallo, Hilfe. Ah, der Schuss ist so langsam, ich unterschätze immer das Timing. Beatrix! Komm jetzt hoch!
Oh, oh. Jetzt darfst du aber auch mal bitte hierher geflogen kommen. Ich will auch mal draufschlagen. Beatrix wurde besiegt. Super. Das hat er mal gar nichts genutzt. Jo. Das könnte dauern. Ich muss im Zweifel wohl wirklich die, die Steinritter unten platt machen, damit Beatrix in Ruhe beschworen werden kann. Weil alleine wird das hier definitiv nichts werden. Weil ich richte überhaupt keinen Schaden an mit dieser Waffe. Na komm. Mach was. Ja, weil vorher gehen wir halt einfach komplett die Essensflakons aus. Jo. Hau mich um, komm. Komm doch mal wenigstens nochmal runtergeflogen, komm. Das wäre sehr... Aua, wäre sehr nett. Na also. Das ist echt. Komm, explodier mich von der Wand. Bam! Spektakulärer Tod. Gut, keine gute Idee. Ich brauche tatsächlich eine bessere Waffe. Eine andere Waffe. Das heißt, wir gehen in den vorderen Teil. Und zwar in das Finsterwurz Becken. Um dort die Items einzusammeln, die da so liegen. Weil es sein kann, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Glück habe. Und was finde, womit ich mich irgendwie wehren kann. Gescheit wehren kann. Das Schöne ist, dass wir dann da unten tatsächlich gar nicht wenig Items finden. Und mit Havel brauchen wir uns auch erst gar nicht anlegen. Der lässt ja auch normalerweise seinen Ring fallen. Insgesamt sind es tatsächlich gar nicht so viele Items, aber ich lege jetzt einfach mal all meine Hoffnungen, all meinen Idealismus und meine Naivität in den Item Randomizer und bin guter Dinge, dass er uns erhört und uns vielleicht einen kleinen Lichtblick beschert. In Form einer vernünftigen Waffe. Drückt alle ganz fest die Daumen. Aber wie soll ich denn hier an dem Black Knight mit der Hellebarde vorbeikommen? Das kann man ja auch getrost vergessen. Verfolgt mich ein Baum? Oh! Ja, aber das hat wieder mal super Sinn hier zu kämpfen. Wir haben, fällt mir gerade ein, den Crystal Lizard vergessen, der kurz vor dem Taurus-Dämon in dem Fass versteckt liegt. Den müssen wir echt, das müssen wir uns merken. Bei dem hier können wir jetzt testen, wenn ich genug Schaden anrichte, was die Drops denn so sind. Ob es auch quasi gerandomizedes Titanit ist. Höchstwahrscheinlich. Oder auch nicht. Boah, bis ich bei dem bin. Oh, yo. Ja doch, es geht. Es sah jetzt gerade schlimmer aus, als es ist. Aber wir können ihn tatsächlich, auch wenn es ein bisschen dauert, locker flockig umhauen. So, und du gibst Drachenstein und rote Brocken. Also auch Upgrade-Material. Definitiv durcheinander gewürfelt.
Weil er gibt normalerweise Glitzer-Titanit und ich glaube eine große Scherbe oder vielleicht sogar einen grauen Brocken. Nicht ganz sicher. Da liegt irgendein Diebesset. Kann das sein? Also komm schon. Eine neue Waffe. Gib mir eine neue Waffe. Ugh. Kupfermünze. Bombig. Ugh. Wie lächerlich das aussieht, hier mit dieser Fat Roll durch die Gegend zu rollen und zu fallen. Ah. Ah, je. Jetzt hier unten ist eben einer meiner Lieblingsschilde. Das Graswappenschild. Bewacht von Mr. Black Knight. Ja, genau. Oh oh, ich sammle jetzt erstmal Zauberei und der Sack. Ah, by the way, ich musste doch eh die neue Kapuze tragen. Dann können wir jetzt gleich durch den Sack austauschen. Und ich aktiviere hier das Leuchtfeuer. Und dann tragen wir den Sack. Schnell, 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 schnell. Okay. Hatte ich ja ganz vergessen. Die Use What You Get Challenge fast ein bisschen vernachlässigt. Also, den Sack. Und dann räumen wir mal das Inventar auf. Den Balderschild weg. Hier ist alles leer. Und jetzt bei den Rüstungsteilen die Lederrüstung weg. Die schäbige Stoffmütze. Dieser mega schwere Helm. Die Schattenmaske. Oh, die leichtesten Rüstungsteile müssen auch weg. So. Habe ich wenigstens wieder eine halbwegs schnelle Rolle. Aber immer noch halbwegs katastrophalen Schaden. Wie werden wir das lösen? Mir fällt jetzt nämlich nur noch ein Item ein, das unten... Oh, oh, oh. Ich kann dich nicht backstabben. Ich kann es nicht. Nicht mit dieser Waffe. Nämlich, ein Seelencontainer bei den Bäumen, wo die Kristallgolems rumlaufen. Und das ist das Einzige, was mir hier noch einfiele. Was man noch mitnehmen könnte. Ansonsten wird es langsam ein bisschen dünn. Blutbefleckter Rock. Auch das hilft mir absolut überhaupt nicht. Aber anziehen muss ich ihn trotzdem. Ist ein bisschen leichter. Sehr schön. Die bekämpfen hat wahrscheinlich auch echt... Uhuhu. Ja, es dauert halt. Es geht zwar, es dauert, aber sie kommen halt immer gleich zu zweit, zu dritt angerannt, weil ich mich zu weit vorgewagt habe. Jetzt sind wir eh gerade hier. Dann können wir den Crystal Lizard da oben auch umhauen, weil wir jetzt nämlich tatsächlich in dem... das ist doch dasselbe Turmgewölbe. Hallo, Havel. Tschüss, Havel. Mit dir brauche ich mich erst gar nicht anlegen. Oder ist es das Falsche? Ich verwechsel das immer. Let's see. Nee, sieht nach dem richtigen aus. Ja, das ist das. Und Havel läuft mir bis hoch. Hinterher. Ich glaube, ich spinne. Bist du wahnsinnig? Wow. Der ist hartnäckig. Oh Gott. Ja, mit Havel im Gepäck braucht man das nicht versuchen. Wow. Okay, dann müssen wir einen anderen Plan angehen für die nächste Episode tatsächlich. Denn hier im Finsterwurzbecken kommen wir erstmal nicht vorwärts. Die nächste Möglichkeit sind die Katakomben. Die allerdings mit einem Level 1 Schwert ebenfalls echt ordentlich knackig sind. Aber da liegen zu Beginn wenigstens schon ein paar Items, die man einsammeln kann. In der Hoffnung, dass das eine Waffe sein könnte, die man benutzen kann. Weil nach Neulondo runter braucht man es nicht probieren. Das ist ja noch schwerer. Das ist ja echt schon Endgame.
Deswegen hätte ich gesagt, ja, versuchen wir es dann in der nächsten Episode in den Katakomben, in den düsteren Katakomben. Wir müssen uns erstmal durch den extrem schweren Friedhof durchkämpfen. Da liegen nämlich auch noch ein paar Sachen. Viele sogar. Und hey, vielleicht ist das der große Wendepunkt, dass wir dann endlich mal uns wehren können. Das war's mit dieser Episode des Use What You Get Item Randomizer Mixes hier in Dark Souls Remastered. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen. Und wenn ihr wollt, schaut gerne mal am Freitagabend ab 20 Uhr bei Twitch vorbei. Da bin ich in der Regel live auf Sendung. Meistens mit Soulsborne spielen, aber auch gerne mit Survival Games. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.